Ja, an dieser Stelle reden wir normalerweise immer mit Edgar Heinrich. Ich glaube, das ist dein Chef. Richtig. Du bist aber der Nachwuchs, die Zukunft, sage ich jetzt einmal, so wie dieses Motorrad. Andreas Martin, dein Name. Martin Richtig. Ist der Nachname. Richtig, genau. Andreas Martin. Inwiefern bist du jetzt zuständig für dieses Projekt? Was hast du da alles gemacht? Im Prinzip habe ich alles gestalterisch übernommen. Also okay. Das komplette das Design von dem Fahrzeug durfte ich machen. Ja. Entschuldigung. Ja. Und ich weiß, dass der Edgar so bescheiden ist, dass der auch die Leute, die das dann gemacht haben, vorne hinstellt, so wie du jetzt gerade neben mir stehst. Das finde ich ganz großartig. Schauen wir uns einmal die einzelnen Details an. Es wird jedes Jahr am Concours so eine Studie vorgestellt. Beim Auto diesmal übrigens nicht, bei den Motorrädern schon. Die Motorräder, die Leute sind natürlich ein bisschen schneller, gell? Die müssen ein bisschen dynamischer sein als die Autohersteller. Die Zyklen sind ja auch ein bisschen kürzer. Wir haben hier einen Ausblick versucht darzustellen. Mein Auftrag war ja im Design darzustellen, was, wenn man die besten Attribute aus drei Segmenten nimmt, Sport, Adventure und Touring, und wie könnte das dann aussehen? Mhm. Jetzt werden wir uns Feedback einholen, je nachdem wie gut es ankommt, was der Markt auch möchte, versuchen wir, also ich hoffe natürlich möglichst viel, aber wird man halt schauen, was umsetzbar ist. Mhm. Ja, ein paar Details sind natürlich immer Prototypen, so wie diese Alu-Teile meistens, die gefressen, die hätten wir alle gerne. Ja. Aber eine Lösung, die ich mir dann durchaus in Serie vorstellen kann, ist diese Gepäck-Sozius-Lösung. Ich nenne es einmal Kick and Go. Und weißt du, was ich mir dann für eine Frage gestellt habe, war, kann man nicht andere Verkleidungsteile auch so umsetzen, dass ich einfach sage, ich könnte jetzt beispielsweise aus einem Sporttourer ein Nakedbike machen, indem ich einfach die Verkleidungsteile alle abnehme? Okay, letztendlich, prinzipiell ist, glaube ich, ein guter Gedanke. Was letztendlich alles, was ich anbaue, abbaue, klappen kann etc., ist natürlich immer mit Kompromissen behaftet. Mhm. Weil ich dann immer eine Mechanik oder beziehungsweise Anbindungspunkte anders ausführen muss, stärker ausführen muss, was auch wieder zu Gewicht führen würde etc. Also da hängt dann oftmals ein relativ langer konstruktiver Rattenschwanz dran, was einfach, was wir ja in der Konstruktion dann sicherstellen müssen, dass es halt auch auf Dauer hält. Ich merke jetzt schon wieder, ich würde jetzt gerne eine ganze Stunde mit dir reden, aber das geht sich nicht ganz aus, ist fast zu lange, müssen wir es mal zu einem anderen Termin treffen. Was ich ganz interessant finde, ist auch dieses Material hier. So eine Faser, aber eine sehr unregelmäßige. Was ist denn das genau? Das ist ein Carbonvlies und im Prinzip sind es Abfallprodukte. Das hatten wir schon beim 100-Jahre-Bike, da waren es so größer geschnittene Schnipsel. Und da ist es einfach eine andere Art der Aufbereitung der Abfallprodukte. Und wir, die Kerstin Heinrich und ich, also Kerstin Heinrich ist von uns die Oberfläche- und Materialverantwortliche, und ich, wir haben uns gedacht, das ist eigentlich eine sehr schöne, optisch ansprechende Struktur. Und gerade unter dem Glarlack muss man immer auf den zweiten Blick, es sieht man erst, was es tatsächlich ist. Und deswegen haben wir das so gewählt, dass das Abfallprodukt hier in dem Fall halt so dargestellt wird. Ja. Das schaut auf jeden Fall ganz cool aus. Ist das jetzt im Serienbau auch realistisch, oder was, diese Umsetzung, diese Verwertung von, wie du sagst, Abfallprodukten? Da sind wir tatsächlich auf das Know-how, auf das Carbon-Know-how von BMW zurückgegangen. Also das war tatsächlich in der Pkw-Seite. Die hatten das Know-how, wie man sowas tatsächlich legt, laminiert und so weiter. Das ist ja auch ein sehr Know-how-intensiver Prozess. Ja. Und da konnten wir tatsächlich auf das Know-how von der BMW Group sozusagen zurückgreifen. Das ist natürlich immer gut, diese Synergien zu nutzen. In-house, ja. Genau, na, dann kommen ja auch solche fantastischen Dinge raus. Ja. Basis ist dieser rein Zweizylinder. Ja. In dem Fall heißt das jetzt halt Novecento. Ganz ein 900er ist es halt nicht. Ne? Dazu kann ich gar nichts sagen. Okay, also auch das bleibt geheim. Eine Frage habe ich trotzdem noch, vielleicht etwas abseits von diesem sehr eleganten, coolen Motorrad. Ein anderer Hersteller hat vor kurzem einen Dreiradler präsentiert, der wirklich für Begeisterungsstürme sorgt, was mich total, ehrlich gesagt, noch verwundert hat. Ich formuliere es vorsichtig, wir haben gestern schon gesprochen, er darf nicht alles verraten. Findest du dieses Konzept interessant? Interessant finde ich es auf jeden Fall. Ja. Also ihr schaut euch viele natürlich die Konkurrenzmodelle genau an, was da passiert und... Logischerweise schauen wir uns den Wettbewerb an, schauen uns, was da passiert. Es ist ja für uns auch egal, also da muss ich ein bisschen weiter ausholen, letztendlich Pkw, überall, wo sich was tut, auch für mich jetzt gerade als Designer, auch Interior-Design, Architektur, und da gibt es so viele Inspirationen, und jetzt gar nicht mal nur auf die technische Seite bezogen, sondern auch wirklich auf die formale Ausprägung, was sind Trends, was empfinden die Leute als modern, ist natürlich alles für mich auch für eine gewisse Art eine Inspiration. Ja.
Zum Abschluss, ich muss sagen, ich finde das ganz interessant, dass jetzt wieder versucht wird, mehrere Gattungen zu vereinen, weil man ja normalerweise versucht, die Modellpalette in die Breite auszubauen. Ja, ja. Und ihr schaut jetzt anscheinend, dass man dann sozusagen 3 in 1 hat oder sowas, was sich halt ausgeht. Auf jeden Fall habt ihr ein unglaublich cooles Bike und ich hoffe natürlich, ich hoffe immer, dass die Sachen in Serie gehen. Ja, ja. Aber egal, ob sie mir gefallen oder nicht, in dem Fall gefällt es mir sehr gut. Dann vielen Dank, wie gesagt, hoffentlich treffen wir uns einmal und können eine Stunde lang sprechen. Vielleicht kann, ich dir dann mehr rauslocken. Ja. Alles klar. Auf jeden Fall vielen Dank und genießt das hier noch, diese exklusive Veranstaltung. Ist ein Traum, oder? Hey, super. Auch vielen Dank, dass wir zusammen sprechen konnten. Ja. Fand ich super. Und wie gesagt, jederzeit gerne mal eine Stunde. Ja. Dankeschön. Cool. Danke. Ciao. Super.